Geil. Und noch mehr Edelsteine. Noch mehr Rohstoffe zum Eintauschen quasi. Und ihr dürft weglaufen. Was haben wir hier eigentlich? Steigert das Wissen um plus 1. Ja, sowas wollen wir doch unbedingt. Das heißt nämlich mehr Mana. Wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, hört mir offensichtlich nicht zu. Und ich kann es ihm nicht verdenken. Ah, jetzt creepen sie hier oben. Aber ich glaube nicht, dass wir so schnell von denen nochmal was sehen. Na, vielleicht schaffen sie es nochmal einen Angriff durchzuziehen. Da gibt es nochmal so ein Wissensding, ne? Nochmal plus 1. Dann haben wir für die Mission anschließend. Hätten wir dann 80 Mana-Punkte, dann kann ich jetzt endlich mal zu zaubern anfangen. Ganz ehrlich, warum sollte ich das jetzt ständig aufbewahren, das Mana? Lasst uns doch mal ein bisschen Spaß haben mit dem, was wir können. Vielleicht hole ich uns noch eine Stufe der Magiergilde für ein paar mehr Zauber. Das könnte ich eigentlich mal machen. Wir können hier uns ganze Kristalle und Edelsteine und sowas eintauschen. Vor allem, von was kriegen wir denn jetzt gerade am meisten? Da kriegen wir 2, da kriegen wir glaube ich auch 2, da müssen wir hier aber 4 kriegen. 3. Joa. Was, wie viel brauchen wir denn für die nächste Magiergilde? Einen. Komm, wir tauschen gleich mal 3 ein. Ich glaube, für die nächste braucht man nämlich 2. So, ich gebe, Edelsteine? Ja! 1, 2, 3, joa. Kein Ding, die haben wir übrig. Und dann bauen wir hier einfach mal ein bisschen weiter. Bauen wir jetzt die Magiergilden doch aus und holen Markal ein paar Zauber. Damit der dann Spaß haben kann. Ich habe schon wieder einen ganz trockenen Mund, deswegen bin ich hier ständig am Schlückchen trinken. Ich hoffe nur, dass ich hier nicht irgendwann mit einem Mordes Husten anfangen muss. Es ist nämlich gerade noch relativ früh morgens. 29 Djinn-Sultane. Die fliehen nicht. Okay. Ich glaube, weil die keine Angst haben können oder sowas. Okay, mit euch hier direkt in die Mitte hoch. Ich habe nämlich keine Angst. Und hier 15 Stück, zack, boom, wechseln sie. Die schießen wir drauf und treffen hoffentlich gut. Ah, ja, okay. Null gefallen, aber Reaktion und das war's schon. Die Vampire haben es mal wieder gemacht. Und hier holen wir uns jetzt plus 2 Angriff oder plus 2 Verteidigung. Wir holen uns plus 2 Angriff. Warum nicht? Als ob wir Probleme mit der Verteidigung hätten. Und wow, die stellen sich uns. Ich habe nicht geguckt, wie viele es sind. Ja. Nicht beeindruckend viele. Weswegen wir einfach volles Karacho angreifen. Und wow. Voran haben die irgendwie viel weniger Schaden gemacht, als wir gegen den Helden gekämpft haben. Vielleicht lag das ja sogar an dem Helden. Wahrscheinlich hat er einfach einen super Bogenschützenschutz gehabt oder so. War vielleicht übelst erfahren oder sonst was. Und eine ist gefallen, aber wir haben sie dafür gleich umgebracht. Vielleicht haben wir Glück und er steht wieder auf. Ja, tut er. Viel Spaß damit, gegen Untote zu kämpfen. Okay, den haben wir besucht. Den darf ich auf keinen Fall stehen lassen, nämlich. Und dann wollen wir in der nächsten Runde hier hoch. Wir müssen da wieder außenrum segeln. War das sogar das? Ja, das war, glaube ich, das, wo ich mich schon letztes Mal gewundert habe. Und wir können natürlich hier unsere Magierakademie weiter ausbauen. Magiergilde. Vielleicht lerne ich das auch noch irgendwann, aber ich bezweifle es. Und das war oder ist jetzt maximal aufgewertet. In dieser Stadt können wir es nicht weiter aufwerten, zumindest. Dann soll es das doch mal hiermit gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich die Menschenmagiergilde irgendwann mal noch aufbaue.
Aber ich glaube, das bringt uns eh nicht so viel, weil das für ja völlig andere Magieschulen sind. Und wir haben ja hier jetzt nur die Schule der beschwörenden Magie relativ hochgeskillt. Das heißt, die bringt uns am meisten. Und da geht es tatsächlich noch ein Stückchen rein. Das heißt, das gehen wir uns gleich mal angucken. Und da sind noch mehr Knochendrachen. Jetzt gucken wir erstmal, ob die theoretisch Interesse hätten, sich uns anzuschließen. Oder ob wir die sonst auf der Map links liegen lassen können. Und will ich noch was? Nö, ich will nur die neue Woche starten, um wieder Viecher anzuheuern. Ansonsten will ich, glaube ich, erstmal nichts in unseren Städten. Die Woche der tödlichen Gelassenheit, in der mal wieder eigentlich so gar nichts passiert. Yeah, Viecher! Geil! Schon wieder 9 Stück von denen hier, 12 Todesliches. Alles ganz schön mega. 49 pro Woche sind auch nicht schlecht, auch wenn sie eigentlich nicht viel bringen. Ha, guckt euch das an. Das ist auch schon mal wieder ein relativ schlagkräftiger Trupp. Und jetzt können wir die ganze Woche hier eigentlich ungestört durchcreepen, ohne dass wir uns um die Insel unten kümmern müssen. Und ich habe das Gefühl, als ob die hier oben wieder ein bisschen aktiver werden gerade. Vielleicht stellen die wirklich gerade wieder einen anderen Helden auf, eine neue Armee oder so. Da könnten wir die vielleicht bald nochmal treffen. Aber ich habe keine große Angst davor. Und ein Zauber. Kenne ich schon. Und die? Ja, die wollen sich uns anschließen. 9 Stück. Wie viel bekommen wir? 8. Sehr gut. Das heißt, wir gehen uns da drüben die Drachen auch noch holen. Was ist mit denen hier? Die könnten wir uns auch noch holen, aber da stehen Kolosse davor und hier haben wir Vampirfürsten. Da müssen wir eigentlich auch noch hin und Leute holen. Rüstung des vergessenen Helden, auch ein super Ding an dieser Stelle. Alle Attribute plus 2, das heißt doch nochmal plus Wissen, das heißt, jetzt haben wir 100 Mana. Und 20% Magieschutz für alle unsere Kreaturen. So, und mit 100 Mana kann man endlich mal was anrichten. Aber so richtig, ne? Kann man dem mal hier richtig dem Affen Zucker geben und sowas. Na, ihr zwei Hübschen. Habt ihr schon Bock, geschändet und wiederbelebt zu werden? Bald ist es nämlich soweit. Und wenn ihr jetzt direkt zu mir kommt, dann bekommt ihr gleich eine Paketvergünstigung. Dann bekommt eure ganze Familie nämlich die gleiche Behandlung. Kostenlos! Wow, geht das hier tief rein? Tschuh! Kann man hier dann auch irgendwo landen oder so? Das wäre jetzt ja mal noch die eigentlich interessante Frage. Teufel! Da war ein Teufel da links. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir hier noch irgendwo auf eine Dämonenfraktion stoßen könnten. Wie gesagt, der grüne Spieler ist ja auch noch irgendwo unterwegs. Aber was die hier machen? Oder ob das einfach schon teilweise ihr Land ist? Weil die Magier haben ja eigentlich schon immer gegen die Dämonen gekämpft. Wow. So weit geht das. Aha. Hier. Na hallo. Ihr da. Da können wir hier direkt zwischen diesen beiden Städten landen, ohne Probleme. Das ist ja komfortabel. Aber das machen wir jetzt trotzdem nicht. Wir gehen schon nochmal zurück. Und holen uns die Kreaturen rein. Ich glaube, das kann ich ja über einen Zauber machen oder so. Schauen wir mal. Ah, das kostet dann extrem viel Mana, das ganze Viechzeug zu holen, ne? Ha. Naja. Neue Runde schon mal starten kann ja nicht schaden, während man nachdenkt. Und du haust ab. Tja. Und du schipperst hier rüber, okay. Jura. Oh.
Das ist eine ganz schöne Truppe, ey. Was sind das da eigentlich? Eine Steinbrüstung. Ah, Vermehrung von Steingargollen. Wow. Nicht schlecht. Okay, hier weiter oben interessiert es mich eigentlich nicht mehr unbedingt, was da noch so rumsteht. Ich muss nur wissen, wie ich möglichst fix zu den Städten komme. Das heißt, oh, auch noch Todesliches. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hin. Und holen uns dieses ganze Viechzeug hier. Holen wir uns die Knochendrachen da drüben. Dann gehen wir einmal zurück zur Stadt und pumpen hier auf. Und dann gehen wir hier die erste Stadt einfach erobern und dann landen wir direkt bei den anderen beiden an. Und zerfetzen die einfach nur innerhalb von ein paar Runden nach Möglichkeit. Ein Plan, der mir gefällt. Oh yeah. Oh yeah. Und ich denke, wir tauschen dann noch ein bisschen Schwefel ein einfach mal. Und bauen auch noch die Menschenmagier-Gilde aus. Die bleiben hier und verteidigen, okay. Wir haben sie ein bisschen aufgeschreckt, auf jeden Fall, dadurch, dass wir jetzt auf einmal so nah waren. Und sie sollten aufgeschreckt sein, jawohl. Okay, ich warte auf die neue Woche. Und dann fangen wir an, dann heuern wir einmal unser ganzes Zeug an. Gucken, wie viel Kohle wir übrig haben und davon können wir dann eventuell noch in die Magiergilden investieren. Einfach damit wir unsere Städtchen fertig gebaut haben. Das ist eine ganz schöne Seereise, die wir hier unternehmen, ne? Viele, viele Runden sind wir hier unterwegs, schon die ganze Zeit. Aber es hat sich rentiert, besser als den ganzen Mist dann zu Fuß zu machen. Und dann nur irgendwann rauszufinden, oh, wir hätten ja einfach hier völlig ungehindert im Schiff rum trollen können. Aber ich frage mich nur, jetzt müsste dieser... Hoppla. Es müsste dieser Jora sein, der hier eingestiegen ist. Ganz genau. Fülle. Seine Fülle ist noch über Armee. Okay. Wenn der uns halt jetzt angreift, in unseren Rücken... Ohne dass Markal in der Nähe ist, wird Isabel Probleme bekommen. Die Armee können wir nämlich erstmal nicht aufhalten. Das schaffen wir nur mit unserer untoten Armee. Das, was wir hier stehen haben, ist zwar nicht schlecht, aber ihr habt ja gesehen, das, was der Jora hat, ist einfach erstmal nur Imba. Okay, wie sieht das aus? Das sieht, ja, doch, das sieht schon medium aus, würde ich mal sagen. So, und du brauchst hier jetzt erstmal, dann können wir uns wieder drei Schwefel eintauschen. Am besten so, ich gebe Dingers und Kristalle und nehme Schwefel. Und dann bauen wir hier gleich mal noch. Und dann bauen wir da noch die nächste Stufe und dann gucken wir mal, ob es da schon war. Isabel bekommt auf jeden Fall gerade ein paar Zauber zugeteilt. Nee, der greift nicht an. Die bleiben hier gerade beim Verteidigen. Ist halt nur die Frage, ob ich alle drei Städte am Ende simultan halten muss. Oder ob das reicht, wenn ich die einfach einmal erobert habe und quasi geplündert habe, das Artefakt geholt habe und dann abhau. Weil die Städte dann auch noch alle halten. Das wäre nervig. So, genau, es kann nicht weiter aufgewertet werden. Das heißt, wir haben alle unsere Städte jetzt gerade komplett fertig ausgebaut. Und brauchen unser Geld nun nur noch, 15, das geht, nur noch für unsere Truppen. Wäre es vielleicht sogar möglich, da oben
so eine Stadt hier, wenn wir die da jetzt als erstes erobern, da die ganzen Kreaturen und wichtigen Gebäude rauszupumpen, so schnell wie es geht. Aber das sehen wir dann, ob wir das machen wollen. Ihr wisst ja, Zukunft-Akai.